Ja, auch die Begriffe Basis und Dimension sind eher Begriffe aus der höheren Mathematik. Trotzdem wollen wir sie hier ansprechen und wir wollen auch konkret die bestimmen. Einmal die Basis und natürlich auch die Dimension. Also erstmal zur Basis. Die Basis ist immer eine Teilmenge eines Vektorraums V. Das siehst du hier in diesem ersten Satz. Also immer nur eine gewisse Anzahl an Vektoren, die du auch wirklich benötigst, um diesen Raum auch aufzuspannen, um eben in einer Linearkombination alle möglichen Punkte in diesem Vektorraum auch zu treffen. Das kann man immer am besten sich vorstellen mit diesen Vektoren 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Das sind ja die sogenannten kanonischen Vektoren, also die bilden eine kanonische Basis des R3. Der R3 grundsätzlich ist ja ein Vektorraum letztendlich, der aussieht wie ein Koordinatensystem und der in drei Dimensionen aufgeteilt ist. Einmal die X-Komponente, die Y-Komponente und die Z-Komponente. So sieht das Ganze aus. Ich kann es auch drehen. Wir können uns hier jeden Punkt in diesem Koordinatensystem aussuchen und reingucken. Und jetzt ist die Frage, wie erreiche ich denn eigentlich jeden einzelnen Punkt hier? Und da würde man jetzt sagen, ja Moment, das habe ich doch hier schon. Das sind doch meine Achsen X, Y, Z. Naja, eigentlich sind diese Achsen gar nicht vorhanden. Eigentlich würden wir hier in einen leeren Raum gucken. Diese Achsen sind eigentlich nur dafür da, um sich zu orientieren. Die sind mathematisch, ist das noch Feenstaub. Also da ist eigentlich überhaupt noch nichts passiert. Wir müssten eigentlich erstmal einen Raum mit Vektoren aufspannen. Und diesen Raum würde man am einfachsten mit einer Basis aufspannen, die sich eben durch die kanonischen Vektoren mit einer kanonischen Basis bilden lässt. Und das ist einmal 1, 0, 0. Das ist dieser schwarze Pfeil, der hier auf der X-Achse auf die von der 0 bis zur 1 geht. Und der kann aber auch irgendwo anders im Raum liegen. Das muss jetzt nicht dieser Ortsvektor vom Ursprung bis zu diesem Punkt 1, 0, 0 sein. Nur ich zeichne ihn hier der Einfachheit halber einfach mal ein. Der könnte auch irgendwo anders liegen. Spielt er überhaupt gar keine Rolle. Dann haben wir den Vektor 0, 1, 0. Auch den zeichne ich hier so ein. Und wir haben den Vektor 0, 0, 1. Das bildet die kanonische Basis des R3. Das bedeutet, mit diesen drei Vektoren, mit diesen schwarzen Vektoren, kann ich jetzt jeden beliebigen Punkt erreichen. Was ja auch Sinn macht, weil in einer Linearkombination kann ich jeden Pfeil, den du jetzt hier siehst, beliebig verlängern oder umkehren. Das ist völlig beliebig und davon haben wir drei, die in unterschiedliche Richtungen zeigen. Das heißt, ich kann den Punkt meinetwegen hier hinten irgendwo im Koordinatensystem damit erreichen, dass ich die x-Komponente einmal umkehre und bis minus 2 laufen lasse, dann die y-Komponente auch umdrehe und bis minus 1 laufen lasse und dann die z-Komponente einfach auf 1,5 erhöhe. Und schon bin ich bei diesem Punkt. Das heißt, mit diesen drei Pfeilen kriege ich das hin. Ich bekomme es auch mit irgendwelchen anderen Pfeilen hin. Hauptsache, und das ist jetzt das Wichtige, sie sind linear unabhängig. Das ist immer das Wichtige. Und wenn man jetzt eben für den R3 zum Beispiel oder für irgendeinen anderen Vektorraum Vektoren braucht, dann können das unterschiedlich viele sein. Es könnte auch ein Vektor sein, es können zwei Vektoren sein, drei, vier, fünf und so weiter. Es können unterschiedlich viele Vektoren sein. Aber die kleinstmögliche Anzahl an Vektoren, die den entsprechenden Vektorraum aufspannen, das ist das sogenannte minimale Erzeugendensystem. Und die Anzahl an Vektoren, die notwendig sind, um dieses minimale Erzeugendensystem zu ergeben, das ist die Dimension des Vektorraums. Das heißt, für ein R3, wenn wir hier nochmal reingucken, reicht es nicht, nur mit zwei Vektoren zu arbeiten. Also nur diese beiden Vektoren würden mir nur die XY-Ebene aufspannen. Das sieht man ja hier. Oder sagen wir mal, diese beiden Vektoren würden mir nur die XZ-Ebene aufspannen. Aber eben kein Raum, sondern eben nur eine Ebene. Ich brauche also für den R3 hier mindestens drei Vektoren. Es könnten theoretisch auch mehr sein, aber mehr sind nicht notwendig. Insofern wäre es dann wieder kein minimales Erzeugendensystem. Das minimale Erzeugendensystem ist hier exakt mit drei Vektoren. Und dabei ist es nicht wichtig, dass das jetzt die kanonische Basis ist. Es können auch völlig andere Vektoren sein im Raum. Aber Hauptsache, sie sind linear unabhängig und eben nur drei Stück. So, damit man ein minimales erzeugendes System erreicht. So, jo, das ist sozusagen erstmal alles. Das heißt, die Basis wird immer gebildet von drei Vektoren, die linear unabhängig sind. So kann man das schon mal sagen. Und die eben letztendlich den Vektorraum dann aufspannen. Und die Dimension ist immer die Anzahl an Vektoren, die man minimal braucht, um eben ein erzeugendes System, um überhaupt diesen Vektorraum aufzuspannen. Das heißt, einen Vektorraum kann ich auch mit, also den R3 kann ich theoretisch auch mit 4, 5, 6, 7, 8 Vektoren aufspannen, ist kein Problem, aber ich brauche theoretisch nur 3. Und deswegen ist die Dimension dieses Vektorraums R3 ist eben auch 3 deshalb. Und das wäre hier ein Beispiel. Das ist eine Beispielbasis für eben den R3.
So, jetzt gucken wir aber nochmal auf einen anderen Vektorraum und das sei jetzt einfach mal dieser hier. Und dieser Vektorraum, der sich jetzt hier ergeben soll, das ist auch wieder der R3, den du hier siehst. Und wir überlegen jetzt, ob diese drei Vektoren ein minimales Erzeugnissystem bilden kann. Erstmal ja, für den R3 reichen nicht zwei Vektoren aus, sondern ich brauche auf jeden Fall drei Vektoren. Das ist schon mal klar. Und jetzt ist die Frage, sind diese drei Vektoren denn eigentlich voneinander linear unabhängig? Und das kann man nicht so ganz genau sagen, weil hier nämlich noch eine Variable drin steht, nämlich dieses a. Und deshalb muss man jetzt wieder ein lineares Gleichungssystem aufstellen und sagen, wir müssen das a speziell wählen und nicht bei allen a's ist das hier linear unabhängig. Es gibt ein a oder mehrere a's, wo es linear abhängig ist, aber wir können relativ klar definieren, bei welchen a's das eben linear unabhängig ist. Und das müssen wir herausfinden. Und hier siehst du wieder, kommt wieder das Thema lineare Unabhängigkeit zum Tragen und auch lineares Gleichungssystem. Es wiederholt sich alles so ein bisschen. So, jetzt nehmen wir mal unsere kanonische Basis hier raus und tragen diese drei Vektoren hier ein, die hier gegeben sind. Das sei jetzt mal U, V und W. Ich scroll mal ein bisschen raus und du siehst jetzt hier diese drei Vektoren. Aber jetzt habe ich ja das A irgendwie definiert. Ich habe das A jetzt gerade mal erstmal auf 1 festgelegt, glaube ich. Müsste eigentlich. Ja, also hier hat man ja das A in der dritten Komponente, 2, 6 A. Und wie du hier siehst, ich ziehe das mal rein, wäre das 2, 6, 1 hier bei mir. Also ja, ich habe das A jetzt erstmal auf 1 festgelegt. So. Und wenn das jetzt A auf 1 festgelegt ist, sehen wir, dass sich hier ein Raum aufspannt durch diese drei Vektoren. Also sie sind alle, sind linear unabhängig, die liegen jetzt nicht koplanar in einer Ebene, sondern zeigen alle in unterschiedliche Richtungen. Also ja, die spannen zusammen einen Raum auf. Also mit A gleich 1 klappt es auf jeden Fall schon mal, aber jetzt wollen wir nochmal eine allgemeinere Aussage darüber treffen, für welches A denn hier das ein minimales Erzeugungssystem des R3 ist. Und dafür stellen wir da wieder eine Vektorgleichung auf. Das heißt, wir nehmen unsere Vektoren, die gegeben sind, lassen das a erstmal so, wie es ist, und packen da die Faktoren r, s und t davor. So, und wir müssen es jetzt also schaffen, dass wir dieses Gleichungssystem auflösen können und dabei sich ein r, s und t nur zu 0 ergibt, um einen Rückschluss darauf zu kriegen, dass es dann linear unabhängig ist, weil das ist ja immer die Bedingung. Wenn wir ein RST ungleich 0 finden würden, dann hätten wir lineare Abhängigkeit. Lineare Unabhängigkeit, aber immer, wenn RST, also wenn das Gleichungssystem nur dann gelöst werden kann, wenn RST gleich 0 ist. Also so einfach ist das Ganze. Jetzt stellen wir erstmal die Gleichung auf, dann haben wir unser LGS wieder. Jetzt müssen wir wieder mit Gauß arbeiten. Hier haben wir dieselben Werte. Das heißt, wir können die erste Zeile mit 3 multiplizieren und dann mit der Zeile 2 und mit der Zeile 3 addieren. Das heißt, das siehst du jetzt hier. Und damit ergibt sich jetzt, ergeben sich die neuen Zeilen. Die erste Zeile bleibt gleich, weil man nichts gemacht hat. Die zweite und dritte Zeile habe ich jetzt schon mal vorgerechnet, damit es ein bisschen schneller geht. Und du siehst, dass wir hier Gott sei Dank gar nichts mehr weitermachen müssen, dass wir sozusagen hier mehr oder weniger schon fertig sind. Bedeutet also a plus 6s ist gleich 0. Das schreibe ich mir einmal ein bisschen um und dann sieht man hier s mal a plus 6 gleich 0. Ja, und jetzt muss man sich überlegen, naja, wenn jetzt hier das a minus 6 wäre, mal angenommen, das a wäre minus 6, dann könnte ich für s jeden möglichen Wert einsetzen, auch eben ungleich 0. Und dann hätte ich schon diese Bedingung für lineare Unabhängigkeit nicht mehr erfüllt, weil r gleich s gleich t soll ja gleich 0 sein bei linearen Unabhängigkeit. Und wenn a minus 6 wäre, dann könnte ich für s zum Beispiel auch eine 1000 einsetzen oder eine 5 oder eine 6 oder eine minus 4 oder sowas. Und das wäre ja ungleich 0. Und dann in dem Moment hat man schon die lineare Abhängigkeit bewiesen. Das heißt, a gleich minus 6 macht mir Probleme. A gleich minus 6 wäre lineare Abhängigkeit. So, das werde ich dir auch gleich nochmal, oder können wir eigentlich jetzt schon mal machen, warum eigentlich nicht? Lineare Abhängigkeit, jetzt muss ich nur gucken. Jetzt muss ich das anpassen. Erstmal hier in diesem Vektor, da muss jetzt eine 6 rein. Nee, Quatsch. Eine minus 6, ne? So, jetzt habe ich das hier angepasst. Das heißt, die Vektoren, die du jetzt hier siehst, wo das a ja so drin steckte, 2, 6a und 1a minus 3, da habe ich die a's jetzt auf minus 6 geschaltet, weil minus 6, dann scheint es ja zur linearen Abhängigkeit zu führen. Und genauso ist es auch. Und diese Vektoren siehst du jetzt hier. Und du siehst, dass die alle, die liegen jetzt in einer Ebene. Ja, also, ich weiß nicht, vielleicht kriege ich das hier nochmal so ein bisschen besser gedreht. Ja, hier siehst du, jetzt kann ich quasi die Pfeile alle so von der Perspektive übereinander legen. Das heißt, die liegen alle in einer Ebene und somit habe ich hier krasse lineare Abhängigkeit. Und ja,
Das will ich ja gerade nicht haben. Ich will lineare Unabhängigkeit haben und deswegen kann ich sagen, okay, dann sagen wir doch mal, wenn a gleich minus 6 zur linearen Abhängigkeit führt, sagen wir einfach mal, a soll ungleich minus 6 sein, weil in dem Moment sind schon alle Vektoren linear unabhängig. Weil wenn a ungleich minus 6 ist, dann muss s gleich 0 sein. Und wenn s gleich 0 ist, dann muss auch t gleich 0 sein und r gleich 0 sein. Das würde man dann sozusagen immer einen weiter hoch einsetzen und dann hätte man das schon gelöst hier an dieser Stelle. Aber so ganz fertig ist man dann doch irgendwie wieder noch nicht, weil wenn jetzt s, sage ich mal, jetzt kann jetzt ja gleich 0 sein. So, jetzt haben wir lineare Unabhängigkeit angenommen. S ist gleich 0, setze ich jetzt hier ein in diese Zeile, dann ist das ja gleich 0. Dann habe ich aber hier immer noch das Problem mit a plus 3t. Das heißt, a muss auch ungleich minus 3 sein, wenn, weil a minus 3 ist, also nee, also wenn a minus 3 ist, kann t jeden beliebigen Wert annehmen. Und dann habe ich nämlich wieder lineare Abhängigkeit. Also auch bei a gleich minus 3 gibt es Schwierigkeiten, also da hat man auch lineare Abhängigkeit, weil dann nämlich das t beliebig anders gewählt werden kann, nämlich zum Beispiel 6 oder 7 oder 1000 oder was auch immer. Und das siehst du hier, jetzt habe ich das mal so angepasst, und auch diese Vektoren, siehst du, liegen in einer Ebene. Da, das sind die Vektoren mit a gleich minus 3. Schau mal, in dieser Perspektive sieht man das, die liegen alle in einer Ebene. So, das heißt, auch da gibt es sozusagen die lineare Abhängigkeit. Und deswegen nehme ich jetzt hier noch mit auf, mit a ungleich minus 3 ist dann eben, sind die linear unabhängig. Das heißt, das muss da noch zwangsläufig mit dazu, sonst reicht es nicht. Also das sind zwei Werte, die wir hier ausklammern müssen. Und nur wenn a ungleich minus 6 und ungleich minus 3 ist, dann hat man lineare Unabhängigkeit. Und jetzt gucken wir nochmal auf unseren Trainer. Ja, bei einer Basis solltest du zunächst insbesondere die lineare Unabhängigkeit betrachten. Manchmal erkennst du schon mit scharfem Hinsehen, ob es sich bei gegebenen Vektoren um eine Basis handelt oder nicht. Ja, kann man hier schon ganz gut sehen, aber was das A hier ist, kann man mit bloßem Auge nicht sehen. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Dimension, also die Anzahl der Vektoren für das minimale erzeugende System des R3 ist auf jeden Fall 3. Das kann man erkennen, weil man braucht drei Vektoren für R3. Was aber das A ist, muss man eben über ein LGS hier auflösen. Lösen und kann es dann bestimmen und das haben wir auch gemacht. Okay, jetzt habe ich noch, ich glaube, drei Übungen für dich. Für Basis und Dimension absolut wichtig, dass ich das jetzt nochmal einschärfe und dass ich das nochmal festhielt, also guck dir die an.